Es ist ein Stoff, mit dem viel Geld gemacht wird. Zu wertvoll nur für Münzen. Es ist langlebig, rostet nicht und leitet gut. Das rote Gold ist seit Jahrtausenden für den Menschen unentbehrlich. Kupfer. Die größte Kupfermine der Welt liegt im Norden Chiles in der Atacama-Wüste. Ein lebensfeindlicher Ort. Nur alle paar Jahre Regen. In Chuquicamata verwandeln die Menschen seit über 100 Jahren Erz in Kupfer. Nirgendwo sind die Vorräte so groß wie hier. Ein Viertel des weltweiten Bedarfs kommt aus der Mine von Chuquicamata. Vladimiro Sabida muss jeden Morgen hoch hinaus, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Sein Laster hat ungefähr die Größe eines Einfamilienhauses und kann bis zu 360 Tonnen Erz laden. Vladimiro arbeitet seit 17 Jahren bei der staatlichen Minengesellschaft Codelco. Auch sein Vater hat hier schon Erz abgebaut. Schon immer gefiel es mir, den größten Lastwagen der Welt zu fahren. Es ist, als ob ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Ich wollte immer für diese Fabrik arbeiten. Mein Laster ist wirklich sehr groß. 840 Tonnen sind das, mit denen wir hier fahren. Kleinere Fahrzeuge müssen eine Fahne auf dem Dach haben, damit sie von den Riesentrucks nicht versehentlich überrollt werden. Aus Sicherheitsgründen gilt innerhalb der Mine Linksverkehr. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Fahrer so mehr Übersicht haben. Vladimiro transportiert an diesem Morgen wertloses Gestein. Es enthält zu wenig Kupfer und wird deshalb auf eine Halde gekippt. Die Fahrer müssen ihre Laster dicht an den Abgrund manövrieren, um den Abraum in die Tiefe zu entsorgen. Die Angst, dabei abzurutschen, fährt bei allen mit. Natürlich muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aufpassen. Diese Lastwagen sind sehr, sehr gefährlich, alleine schon wegen ihres Gewichts und des Volumens. Im Winter sind die Lastwagen vereist und die Wege in der Grube auch. Und die Gefahr ist, dass diese großen Laster alleine durch ihr Gewicht ins Rutschen kommen. Du musst lernen, sie zu kontrollieren, damit du wieder heil nach Hause kommst. Die Gießerei ist die letzte Station bei der Verarbeitung von Kupfer. Hier wird das zuvor aufbereitete Erz mehrfach geschmolzen. Bei jedem Einschmelzen erhöht sich die Konzentration des Metalls. Am Ende bleibt fast reines Kupfer. 99,98%. Juan Chinchilla ist zur Stelle, wenn abgegossen wird. Juan ist verantwortlich für 2 Öfen und 20 Arbeiter. Regelmäßig nehmen sie Proben, um den Kupfergehalt zu kontrollieren. Hier sind es jetzt 70%. Die Gießerei ist ein Labyrinth von Gängen und Treppen. Während des Schmelzens saugen die Öfen pfeifend Sauerstoff an. Sie machen einen ohrenbetäubenden Lärm und glühen vor Hitze. Juan Chinchilla ist froh, wenn er gelegentlich etwas in seinem ruhigen, klimatisierten Kontrollraum zu tun hat. Pablo Roja,
Alle Öfen werden mit Computern und Kameras überwacht. Die Arbeiter bekommen ihre Anweisungen per Funk. Obwohl die Sicherheitsvorschriften sehr streng sind, hat auch Juan schon schlimme Unfälle erlebt. Wir waren in der Nachtschicht, gerade als ein Kollege dabei war, etwas an einem Stromwandler zu reparieren. Irgendetwas ging schief. Der Apparat entzündete sich. Es passierte in der Nähe des Kontrollkastens. Der Arbeiter konnte zu keiner Seite mehr ausweichen. Er hatte keine Chance und ist einfach verbrannt. Wir haben es durch die Scheibe gesehen. Wir haben gesehen, wie er verzweifelt versuchte, da herauszukommen, sich auf den Boden zu werfen, aber er kam da nicht raus. Wir sahen es und waren machtlos, denn es gab keinen Zugang zu diesem Bereich. Das Spiel mit dem Feuer lässt sich nur schwer kontrollieren. In den letzten Jahren hat der staatliche Minenkonzern Codelco viel unternommen, um das Bewusstsein der Arbeiter zu ändern. Den Macho Minero, der glaubte, nur Schwächlinge tragen Gasmasken und Sicherheitsschuhe, gibt es nicht mehr. Schutzkleidung ist heute Pflicht. Wer öfter als dreimal ohne erwischt wird, bekommt eine Abmahnung. Wer sich auch dann noch nicht an die Vorschriften hält, wird gefeuert. In Chuquicamata hat das Erz mit 1,5% einen vergleichsweise hohen Kupfergehalt. Es enthält damit fast doppelt so viel wie in den Minen der Konkurrenz in anderen Ländern. Das macht den Abbau hier trotz der schwierigen Bedingungen in der Wüste enorm lukrativ. Das Erz wird im größten künstlich geschaffenen Loch der Welt abgebaut. Es ist 4 Kilometer lang, 2 Kilometer breit und 1 Kilometer tief. Jeden Tag wird irgendwo in der Mine gesprengt. Das kupferhaltige Gestein wird dadurch gelockert und dann verladen. Der Transport mit dem Truck aus der Mine dauert 40 Minuten. Etwa 100 Laster sind in jeder Schicht im Einsatz. Wladimiros letzte Tour vor dem Feierabend. Die Fahrer haben viel Macht und eine starke Gewerkschaft. Die hat erreicht, dass sie mit fast 2000 Euro im Monat am besten von allen Minenarbeitern verdienen. Das weckt oft den Neid der anderen Kollegen. Seine letzte Fuhre liefert Wladimiro bei der sogenannten Konzentration ab. Dort wird das Erz zuerst mechanisch aufbereitet. Konzentration. Wie der Name schon sagt, hier wird konzentriertes Kupfer gewonnen. Doch der Weg dahin ist lang, geht über endlose Förderbänder und durch zahllose Mühlen. Zu Beginn wird das Erz grob zerkleinert, sortiert und gewaschen. Jeden Tag werden in dieser Anlage 180.000 Tonnen Gestein verarbeitet, die am Ende 2.500 Tonnen reines Kupfer erbringen. Nur wenige Menschen arbeiten noch hier. Alles wird per Computer überwacht. Nur das Mahlwerk der Mühlen, das aus einfachen Eisenkugeln oder Eisenstangen besteht, muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht und gewartet werden. Hier ist das Erz schon relativ fein zu einem grauen Schlamm gemahlen. Alle 2 bis 3 Wochen werden die Mühlen komplett auseinandergenommen und neu bestückt. Einen Tag lang dauert diese Prozedur. Hier sitzt das Hirn der Konzentration.
Alles ist vernetzt und die Männer im Kontrollraum können jederzeit feststellen, ob genug Gestein auf den Förderbändern ist oder irgendwo das Wasser knapp wird. Das sagt ihnen die Stimme von Tanja, einer ehemaligen Praktikantin, die per Computer abgespielt wird. Zuvor war es eine Männerstimme, aber auf die hatte niemand gehört. Es ist eine Frauenstimme und die erfreut unsere Seele. Eine Frau bei unserer Arbeit, wo hier nur Männer arbeiten, das entspannt uns. Tanja ist die Seele des Ganzen. Das ist die Wahrheit und ohne Seele kann man nicht leben. Das ist wie ein Garten ohne Blumen. Wie ein verlassener Garten, versteht ihr? Im selben Gebäude schließt sich auch die chemische Verarbeitung an. In diesen großen Tanks wird das Geröll mit Tensiden versetzt und kräftig gerührt, bis es schön schäumt. So gelangt das Kupfer nach oben, während das Geröll sich absetzt. Bereits hier beträgt der Kupferanteil bis zu 35%, konzentriert genug für die Schmelze. Chuquicamata. Das ist die Mine, aber auch eine eigene Stadt für die Arbeiter. Bis vor kurzem haben fast alle hier direkt neben der Mine gewohnt. Seit über 100 Jahren eine Stadt nur für Mineros. Wenn Vladimiro von der Arbeit nach Hause geht, hat er es nicht weit. Doch die Nähe birgt auch Nachteile. Die Abgase aus der Schmelze und der Staub verdrecken die Luft. Vor ein paar Jahren hat Chile die Verträge für internationale Umweltnormen unterzeichnet. Seitdem ist klar, dass die Einwohner von Chuquicamata bis 2007 umgesiedelt werden müssen. Von den einst 12.000 Menschen leben nur noch 8.000 hier. Und auch Vladimiros Familie sitzt bereits auf gepackten Kisten und Koffern. Vladimiro und seine Frau Susanna haben ihre Enkel zu sich genommen. Ihre eigenen Kinder haben den Ort verlassen, um zu studieren. Vladimiro und Susanna ziehen nur schweren Herzens weg. Sie haben in Chuki, so der Kosename für ihre Stadt, ihr ganzes Leben verbracht. Susanna bereitet die Enkel auf den Umzug vor. Und du wirst dann direkt mit dem Bus in die Schule fahren. Du musst aufpassen. Weißt du, man muss genau richtig in den Bus ein- und aussteigen. Wenn der Bus dich nicht an der richtigen Stelle rauslässt, in Calama, dann suchst du nach Chuki. Vermissen, sagt Gladi, werden sie die Ruhe, die Freunde, das Vertraute. Codelco verseucht uns, während wir schlafen. Wenn du schläfst, bemerkst du im Grunde die Umweltverschmutzung nicht. Während des Tages haben wir mehr Wind, dadurch verzieht sich der Rauch. Wenn ich nachts fahre und nach unseren Häusern schaue, die doch ganz in der Nähe sind, sehe ich sie nicht. So viel Staub ist da. Die Gefahr kommt mit dem Alter. Die Mehrheit der Arbeiter, die in Rente geht, zieht zum Hafen in den Süden. Aber es bleibt ihnen wenig vom Leben. Ein Rentner von Codelco stirbt normalerweise nach 3 bis 4 Jahren. Denn wenn sie gehen, gehen sie mit einer Staublunge. Sie gehen kontaminiert. Eine Ära geht zu Ende. Für Vladimiros Familie, für den Ort Chuquicamata. Der staatliche Minenkonzern Codelco propagiert mehr Sicherheit und Gesundheit für seine Arbeiter. Doch so viel Fürsorge entspringt nicht reiner Nächstenliebe. Sie hat handfeste finanzielle Gründe. Der Konzern braucht neue Flächen. Sind die Arbeiter verschwunden, werden ihre Häuser unter Geröll und Abraum begraben. Der Hunger nach Kupfer ist unersättlich. Staub ist der größte Feind der Menschen hier. Um ihn zu bekämpfen, braucht man Wasser. Doch das ist in einer der trockensten Wüsten der Welt knapp. Dieser reißende Bach kommt aus der chemischen Aufbereitung der Kupferschlämme. Eine hochgiftige Brühe, die direkt in die Wüste geleitet wird zur Wiederaufbereitung.
eine Sparmaßnahme. Je mehr Codelco von ihren Abwässern aufbereitet, desto weniger frisches Wasser müssen sie für viel Geld aus den Bergen herbeischaffen. David Montesinos ist dafür verantwortlich, dass die Mine immer genug Wasser hat. Sonst steht die Produktion still. Zu seiner täglichen Routine gehört es, die Pump- und Verteilerstationen zu kontrollieren. Für den Kanal wird eine neue Abdeckung gebaut, weil der Druck manchmal so groß ist, dass die ätzenden Fluten überschäumen. Das Wasser kommt sehr belastet aus der Mine. Zum Beispiel mit Arsen, Säuren und einer Menge Chemikalien. Man kann es für nichts verwenden, nicht trinken. Und die Säuren können die Haut schädigen. Es ist für uns unverzichtbar, mit dem Wasser sehr sparsam zu sein, zu wissen, wie wir ökonomisch damit umgehen. Je besser wir das tun, desto besser ist es nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Jeden Tag legt David auf seinen Kontrollfahrten 60 bis 70 Kilometer zurück. Er schaut, ob die Leitungen dicht sind und spricht mit den Arbeitern. David liebt seinen Job und die Wüste. Jeder denkt, hier hört das Leben auf. Hier hört die grüne Natur auf. Aber die Wüste hat auch ihren Zauber. Sie gibt dir etwas, was dich inspiriert. Das Alleinsein hier hat für mich etwas sehr, sehr Spirituelles. Die Aufbereitung ist einfach. Das Wasser läuft durch das Gefälle in die Wüste, steht ein paar Tage in Bassins, sodass sich die Schadstoffe auf dem Grund absetzen können. Dann wird es zurück zur Mine gepumpt. Trinken kann man es nicht, aber für den Bergbau reicht es. Früher war das anders. Schlimmer. Viel schlimmer. In den 30er Jahren haben die Amerikaner die chilenischen Minen betrieben. Die Umwelt war ihnen gleichgültig. Diese Straße führt von einer weiter nördlich gelegenen Mine hinab zur Küste, über 100 Kilometer. Die Abwässer nahmen denselben Weg. Über 50 Jahre lang floss die kupferhaltige Brühe durch diese Kanäle. Ungeklärt, ätzend, stinkend. Es war die billigste Lösung. Eine Aufbereitung des Wassers war nicht nötig, denn in diesem Werk gab es mehr frisches Wasser aus den Anden. Die Endstation war das Meer. Und obwohl die Einleitung Anfang der 90er Jahre gestoppt wurde, ist die Küste immer noch verseucht. Das Meer hat die Schadstoffe gespeichert und setzt sie nun langsam wieder frei. Auf einer Strecke von über 7 Kilometern gibt es so gut wie kein Leben mehr. Chilenische Biologen untersuchen seit einigen Jahren die Auswirkungen der Katastrophe. Eine Kontrollstelle 20 Kilometer nördlich des verseuchten Gebietes. Hier wachsen die Algen noch üppig. Die Biologen von der Universidad Católica aus Santiago de Chile entnehmen Sporen und Algen, um sie an die geschädigten Stellen zu verpflanzen. Professor Juan Moreno glaubt, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis sich die Küste erholt. Bei dieser Art von Organismus hat das Kupfer direkte Auswirkungen auf die Zellen. Die Zellen werden zerstört, wenn die Kupfermenge ein bestimmtes Niveau übersteigt. Die Pflanzen haben keine Fähigkeit zu regenerieren, sodass sie am Ende sterben. An den verseuchten Abschnitten der Küste werden die Algen wieder eingepflanzt, mit Bohrmaschinen an den Felsen gedübelt. Einige Algen haben immerhin schon ein Jahr überlebt. Untersucht wird, ob sie sich vermehren.
Das ist das zweite Experiment. Das erste war vor einem Jahr. Im Vergleich zu denen an den Kontrollorten, wo sie natürlich wachsen, sieht man es. Sie sehen schlecht aus. Nach 2 Monaten. Sie wachsen nicht. Sie ziehen die Arme ein. Sie haften nicht am Felsen. Ein paar Kilometer weiter. Das kleine Hafenstädtchen Chanaral. Bis Anfang der 80er Jahre sind die Abwässer aus der Mine direkt über den Strand ins Meer geflossen. Das hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Der Strand vor dem Städtchen ist grün von oxidiertem Kupfer. Ein gigantisches Reservoir für Kupferschlämme sowie andere hochgiftige Stoffe wie zum Beispiel Arsen. Eine Entsorgung würde die staatliche Minengesellschaft Millionen kosten. Stattdessen hat sie einen Spielplatz und eine Strandpromenade spendiert. Das soll die Wut der Anwohner besänftigen. Der starke Küstenwind treibt den feinen Staub der Klärschlämme in die Stadt. Der Umweltbeauftragte und der Pressechef von Codelco versuchen, die Gefahr herunterzuspielen. Die Überreste des Kupfers sind an sich nicht giftig für die Menschen. Die eigentliche Gefahr geht vom Staub aus, der sich in der Luft verteilt. Die winzigen Teilchen, die er enthält, beeinträchtigen massiv die Luftqualität. Es stimmt allerdings, dass der feine Staub die Lungen der Menschen schädigt. Erst seit dem Sturz Pinochets Ende der 80er Jahre haben die Bewohner es gewagt, gegen die Umweltkatastrophe zu protestieren. Im letzten Sommer hat der chilenische Präsident hier gebadet, um zu demonstrieren, dass das Wasser nicht giftig ist. Wir haben im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Zum einen können wir versuchen, den Sand abzudecken, damit der Staub nicht aufgewirbelt werden kann. Die andere Möglichkeit sind weiträumige künstliche Anpflanzungen, die so einen Schutz bilden könnten. Einen Arbeitsplatz hat der Minenkonzern auch noch geschaffen. Dieser Mann bekämpft den Staub mit dem Wasserschlauch. Letztlich geht es doch immer darum, wer es bezahlen soll. Nein, ich glaube nicht, dass Codelco genügend Maßnahmen ergreift. Angesichts der Größe der Schäden macht Codelco sicher nicht genug. In wenigen Jahren wird nur noch der Friedhof davon zeugen, dass in Chuquicamata einst Menschen gelebt haben. Vladimiro ist wie viele Mineros sehr christlich. Mit seinem Sohn besucht er oft Marienstatuen und Friedhöfe. Chuquicamata wird verschwinden, aber es ist gut, dass der Friedhof bleibt. Mit ihm ist vieles verbunden. Gefühle, die Familie, die Freunde. Entscheidend ist, dass niemand gezwungen sein sollte, einen Freund wieder auszugraben, um ihn dann woanders wieder neu zu begraben. Das würde ja passieren, wenn man die Mine auch hierher verlegt. Das wäre sehr schlimm. Vladimiros Sohn hat den Ort bereits in Richtung Meer verlassen, zum Studieren. Zurück nach Chuquicamata zu gehen, kann er sich ebenso wenig vorstellen wie die schwere Arbeit in der Mine. Weil die Arbeit meines Vaters sehr anstrengend ist. Alleine die Nachtschichten, davon kann man sich nur schwer erholen. Nein, ich will seinen Laster nicht fahren. Ich will studieren, um einen Beruf ergreifen zu können, der mir gefällt. Gegen Abend verlassen die Trucks die Mine. Es ist Zeit für die täglichen Sprengungen. Aus Sicherheitsgründen müssen alle aus dem Kessel. Wenn 2015 die Vorräte des Tagebaus erschöpft sind, wird unter Tage weiter abgebaut.
Die Mine schläft nie. 24 Stunden lang holen die Trucks das Erz aus der Grube. Tag und Nacht wird das Gestein gemahlen und Kupfer verhüttet. Kilometer weiter südlich in der Atacama-Wüste liegt eine andere Mine von Codelco. Hier wird das Kupfer unter Tage im Bergwerk abgebaut. Wenn die Männer einfahren, dann bleiben sie 8 Stunden im Berg. Den Transportwagen nennen sie Käfig, weil sie in ihm so eng sitzen. 3 Kilometer tief geht es hinein. Erst am Abend werden sie wieder herausgeholt. Der Berg El Inca liegt am Rande des Städtchens El Salvador. Wer zu spät kommt, muss mit dem Güterzug fahren. Minenarbeiter Jaime beeilt sich. Jaime wird von allen nur Chuck Norris genannt, weil er früher keinem Faustkampf aus dem Weg gegangen ist. Ein echter Minero von altem Schrot und Korn. Züge, die ihn mitnehmen können, gibt es genug. 3 Besatzungen fahren den ganzen Tag über das Erz aus dem Berg. Hier, nimm das. Hallo, Chuck Norris. Wie geht's dir? Spät wie immer, schon wieder. Ich komme genau rechtzeitig, mein Freund. El Salvador liegt in den Bergen in fast 2.500 Metern Höhe. Erst seit 50 Jahren wird hier Kupfer abgebaut. Der amerikanische Konzern musste die Mine hierher verlagern, weil die Vorräte woanders erschöpft waren. Daher auch der Name. El Salvador war die Rettung für 3000 Minenarbeiter und ihre Familien. Unter Tage. Dunkelheit. Staub. Enge heißen die natürlichen Feinde von Lokführer Hector. In der Mine zu arbeiten ist hart und schwer. Man wird versklavt. Wir müssen viel arbeiten, viel Erde, viele Steine. Und wir werden schlecht bezahlt. Es ist keine Frage, ob einem die Arbeit gefällt oder nicht. Man muss es machen, für seine Familie. Man gewöhnt sich dran, man bekommt eine Staublunge oder nicht. Aber ich bin immer noch hübsch jeden Tag hier. Während Chuck sich auf den Weg zu seiner Arbeit macht, fährt Hector weiter, um frisches Erz zu laden. An der Schütte ist es besonders staubig. Die Gesteinsmassen fallen aus den oberen Stockwerken in die Tiefe. Der ganze Berg ist wie ein Parkhaus in einzelne Etagen unterteilt. Die Züge nehmen in der untersten Ebene ihre Ladung auf und fahren sie dann hinaus zu den Steinmühlen und der sogenannten Konzentration. Chuck hat schon alles in der Mine gemacht. Im Moment arbeitet er an der Befestigung der Tunnel. Dafür holt er sich an der Materialausgabe ein Schweißgerät. In mehr als 30 Jahren hat Chuck in den verschiedensten Bergwerken Chiles gearbeitet. Wir verdienen hier im Prinzip ein bisschen Geld dafür, dass wir alle unsere Lebenszeit verkürzen. Mit dem Staub in dieser Umgebung hier ruinierst du dir langfristig deine Gesundheit. Der Berg ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. 5 Ebenen mit über 1000 Kilometern Straßen
und 100 Kilometern Schienennetz. Manchmal wundert sich Chuck, warum das eigentlich alles noch hält. Chuck schweißt die Spundwände für einen neuen Eisenbahntunnel. Wenn hier nicht sauber gearbeitet wird, kann es schnell tödlich sein. In einem Schacht wurde die Sprengung falsch berechnet und dadurch gab es einen Brand, sodass die Decke einstürzte. Man muss einfach sehr aufpassen bei der Stabilisierung der Ebenen und der Gewölbe, sodass die Decken keinesfalls runterkommen. Dieser Bagger heißt Scoop. Er transportiert das Gestein zu den Schütten. Wo der Scoop arbeitet, darf sich niemand aufhalten. Der Bagger rast in der Dunkelheit mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Tunnel. Die Ladung des Scoop ist für die unteren Etagen des Bergwerks bestimmt. Die kleine Wasserfontäne mutet fast rührend an als Mittel gegen den allgegenwärtigen Staub in der Mine. Ein Stockwerk tiefer geht die Arbeit weiter. Der Hammer macht sich daran, die allzu großen Brocken zu zerkleinern. Wenn der Hammer seine Arbeit beendet hat, rutschen die Steine weiter in die unterste Ebene, wo sie auf Züge verladen und aus dem Berg heraustransportiert werden. Solange die frisch geteilten Brocken noch nicht eingestaubt sind, glänzt das Kupfer. Auch ihre Mittagspause verbringen die Kumpel unter Tage. Der Weg nach oben ist viel zu weit, es würde keine Zeit für die Pause bleiben. Das Essen bringen sie von zu Hause mit und wärmen es im Wasserbad auf. Die Kantine ist gerade groß genug für ein Dutzend Arbeiter. Doch Chuck Norris und seine Kameraden lieben es, die Zeit miteinander zu verbringen. Die Witze und Frotzeleien lassen die harte Arbeit im Berg wenigstens für ein paar Momente vergessen. Eigentlich sind alle meine Freunde. Aber besonders die, die mir gerade nützlich sind, das sind meine besten Freunde. Einige mögen mich vielleicht nicht. Aber das ist mir egal. Alle haben hier Spitznamen. Hier haben wir Tinte, der ist auch Journalist. El Florentino, der wechselt seinen Namen regelmäßig aus. Das hilft ihm, dass er nicht so viele Kinder bekommt. Der da heißt Kleines Kästchen. Er ist ein guter Kerl. Er hat viel Geld in seinem Kästchen. Auch unter Tage wird gesprengt. Überall, wo der Trupp arbeitet, ist Sperrgebiet. Vier Leute sind auf jedem Wagen. Zwei sperren ab und passen auf, die anderen bereiten die Sprengladungen vor. Unterirdische Explosionen sind gefährlich und müssen genau kalkuliert sein, sonst gefährden sie die Stabilität des durchlöcherten Berges. Vorsichtig präparieren die Männer die Ladungen. Am meisten haben die Bergleute Angst vor elektrischen Funken, die vorzeitig die Explosionen auslösen könnten. Der Bohrer bereitet die Löcher für die Sprengungen vor. Es sind immer mehrere pro Felsen. Das Sprengmaterial ist unempfindlich gegen Stöße. Gezündet wird elektrisch. Wir müssen natürlich gucken, ob es gefährlich werden kann. Zum Beispiel, wenn die Steine von oben porös sind, können die natürlich jederzeit runterfallen.
Das prüfen wir vorher, damit nichts passiert. Feuer, Feuer, schreien die Männer vom Sprengtrupp. Niemand darf in den Gängen vergessen werden. Alle Arbeiten ruhen. Jeden Tag gibt es ein Dutzend solcher Sprengungen im Labyrinth des Berges. So werden die Tunnel immer tiefer getrieben und die Gänge miteinander verbunden. Schichtende. Warten auf den Zug. Zeit, die Geschichten des Tages zu erzählen. Und Zeit, um Lieder zu singen. Lieder über Liebe, Leid und Lust im wilden Bergarbeiterleben. Sie sind zwar nicht schwarz wie die Kohlekumpel, doch jeder ist froh, nach der Schicht den feinen Staub der Mine abzuwaschen. Zurück in Chuquicamata. An diesem Morgen hat Vladimiro frei, um die letzten Arbeiten an seinem neuen Haus zu machen. Der Weg führt ihn und seine Familie in die 20 Kilometer entfernte Stadt Calama. Hier wird ihre neue Heimat sein. Calama boomt und ist in den letzten Jahren auf 150.000 Einwohner angewachsen. Das ist viel für eine Wüstenstadt. Die Minengesellschaft Codelco baut ihren Arbeitern ein neues Stadtviertel in die Wüste. Häuser wie aus dem Baukasten. In dieser Straße wird Vladimiro in Zukunft mit seiner Familie leben. Es ist ein anderes Haus als das in Chuquicamata. Teppichböden, glatte Wände, alles neu und modern. Die Zimmer sind kleiner, aber dafür sind es mehr. Die Minengesellschaft hat den Bau finanziert. Die Arbeiter bekommen einen zinsgünstigen Kredit. Insgesamt kostet das Haus mit 3 Schlafzimmern nur $25.000. Die Schulden kann Vladimiro langsam von seinem Lohn abbezahlen. Also, es tut mir schon sehr leid, Chuki zu verlassen. Es waren so viele Jahre. Meine Enkel wurden dort geboren. Also, ich habe dort schon sehr viel von meinem Leben verbracht. Nun, ich bin froh, weil anders als in dem Haus in Calama mache ich alle diese Dinge in meinem eigenen Haus. Niemand kann mich auf die Straße setzen. Niemand kann sagen, das war mal dein Haus. Niemand kommt und kann mir sagen, morgen ist das Haus vermietet. Oder sagen, ihr müsst weggehen. Euer Vertrag ist beendet, ihr müsst gehen. Ich habe jetzt ein Haus bekommen, das mir gehört. Ja.
Die anfängliche Skepsis hat sich gelegt. Vladimiros Familie hat sich mit ihrem neuen Zuhause angefreundet, auch wenn Susanna sicher ist, dass sie die ersten Wochen hier nicht ruhig schlafen kann. Kupfer, das rote Gold. Am Ende verlässt es die Minen in der Atacama-Wüste zur Platte gepresst. Mehrere tausend Tonnen in handliche Pakete verschnürt. Einmal noch polieren sie das fast reine Kupfer, damit das teure Edelmetall auf dem Weg nach China oder Europa keinen Grünspan ansetzt. Es sind nur 100 Kilometer bis zum Meer, doch der Zug braucht 6 Stunden. Die steilen Rampen des Berges zwangen die Ingenieure in den 20er Jahren zu einer wahren Meisterleistung. Kehre für Kehre windet er sich dem Pazifik entgegen. Und so beginnt die weite Reise des Kupfers in die Welt.